Nach einer tollen Premiere im vergangenen Jahr stand vom 24. bis 26. Juli 2015 das zweite Quad-Treffen in Eisentratten an. Dazu eingeladen hatten die ATV- und Quad-Freunde Lisa Thal, deren Obmann Armin Wirnsberger das Treffen in Kärnten gemeinsam mit seinen Clubkameraden organisiert hat. Trotz ungünstiger Wettervorhersage kamen mehr als 70 Fahrzeuge. Nachdem ein kurzer Regenguss zu einer kleinen Verzögerung und einer Routenänderung geführt hatte, startete der Quadtross um 10 Uhr bei trockenem Wetter und einem Himmel, der immer schöner wurde. Mit 66 Fahrzeugen ging es Richtung Gmünd, die Kolonne war über 600 Meter lang. Eigentlich war das Treffen in diesem Jahr ausschließlich für den 25. Juli angesetzt. Da sich aber viele Teilnehmer bereits für den 24. angekündigt hatten, gab es in Eisentratten in diesem Jahr einen Tag früher als geplant Musik aus der Dose, Grillerei und Benzingespräche. Einen Schlafplatz fanden die Quad-Urlauber in festen Unterkünften, in der Umgebung oder direkt auf dem Gelände in Papsttratten, auf dem Zeltplätze vorbereitet waren. Aus ganz Österreich kamen Quadfahrer und Vertreter verschiedener Quad-Clubs, auch kroatische und deutsche Quad-Kollegen galt es zu begrüßen. Die Runde verlief über Papsttratten hinunter nach Eisentratten und der Lisa entlang hinunter nach Gmünd. Dort begegnete dem Tross ausgerechnet zwischen den beiden Stadttoren eine Motorradgruppe aus Kärnten, was den Verkehr beinahe zum Erliegen brachte. Über die Katschbergstraße ging es anschließend hinunter bis zur Abzweigung Radl. Über Altersberg und Zellsach kam der Quadwurm nach Mühldorf, fuhr weiter über die Möll Richtung Teuchelbach, durch die Klamm und hinauf nach Teuchel. Wie ein Riesenwurm schlängelte sich die Kolonne durch die Dörfer. Retour ging es über die Mölltalstraße nach Mühldorf. Von dort aus fuhren die Piloten nach einer Pause über die Mölltalstraße nach Möllbrücke und weiter über Pusarnitz, wieder über Nebenstraßen nach Gmünd, hinauf nach Eisentratten und zurück nach Papsttratten zum Ausgangspunkt der Tour. Die Route verlief über Nebenstraßen, Schotterwege und Schluchten. Ein besonderes Highlight war die Durchfahrt der Klamm und der Tunnels in der alten Teichstraße. Fürs abendliche Auftanken sorgten Köstlichkeiten vom Grill und kühle Getränke. The Rollers brachten mit Live-Musik Stimmung auf die Tanzfläche, der auch der Regen nichts anhaben konnte. Dazu gab es Preisverleihungen und ein Burger-Wettessen. Zu den Gladiatoren zählten Veranstalter Armin, Tom als Vertreter des Quad-Team Tirol und Kershi vom Ranger Forum. Es galt, einen Burger mit 1,2 Kilogramm Fleischeinlage möglichst schnell zu verdrücken. Anfeuerungen und Zurufe sowie Verzweiflungsausdrücke der Gladiatoren hoben die Stimmung. Das ganze Zelt tobte und fieberte mit. Oh,
Gefeiert wurde bis 2 Uhr in den Morgen. Insgesamt ein tolles Treffen. Die Teilnehmer freuen sich bereits auf das dritte Quad-Treffen in Eisentratten, das am 23. Juli 2016 stattfinden soll.